Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Empfehl. Heute Euro Truck Simulator 2, wo ich euch einfach schnell ein bisschen zeigen will, weil ich habe mal ein Video über das Spiel gesehen, habe gedacht, ja, sieht nicht schlecht aus, probierst es mal aus. Und jetzt bin ich in letzter Zeit eigentlich relativ süchtig geworden. Habe jetzt das schon ein paar Stunden gespielt. Habe auch schon meine eigene Firma, die man in diesem Spiel machen kann. Man kann nach einer gewissen Zeit eine eigene Firma gründen. Dann kann man Mitarbeiter einstellen und eigentlich ein grosses Unternehmen gründen. Also es ist also mehr als nur Lastwagen fahren. Aber Lastwagen fahren ist natürlich ein grosser Teil von dem Spiel. Und man darf auch ruhig sagen, der Euro Truck Simulator 2 ist einer der besten Simulatoren, die es momentan auf dem Markt gibt. Wenn nicht sogar der beste. Gut, vielleicht der Flugsimulator ist ein bisschen besser. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber was ich so kenne, ist natürlich scheiße gegen Euro Truck Simulator 2. Wie man hier sieht, wir sind jetzt sogar im Menü drin. Hier mein Level, Fähigkeiten, wo man alles machen kann. Hier kann man sich auch aufleveln. Es gibt verschiedene Kategorien, da kann man je nachdem kann man sich da spezialisieren, da kann man Schwertransport oder Gifttransport oder so Sachen fahren. Da sieht man den eigenen Lastwagen. Nach einer gewissen Zeit kann man sich einen eigenen Lastwagen, also wenn man von der Firma vergründet, kann man sich einen eigenen Lastwagen kaufen. Das ist natürlich super, meine ist jetzt halt noch ein kleiner, noch nicht so ein schneller, starker und auch in einem hässlichen Grün. Aber das macht nichts, dafür ist es ein Scania. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, es gibt MAN und so weiter. Und was es auch gibt, sind viele unbekannte Marken, also für mich unbekannte Marken. Ja, so viel zu dem. Dann gibt es noch die Weltkarte. Die ist auch relativ gross. Man kann eigentlich in ganz Europa umeinander fahren. Wir sind jetzt gerade hier oben in Southampton in England. Wie man sieht, die gelben Strassen sind die, wo ich schon gefahren bin und die grauen sind die noch offen sind. Also es liegt noch recht viel vor mir, weil ich habe schon ein paar Stunden gespielt. Gut, ich bin natürlich auch gewisse Strecken mehrmals gefahren, aber es liegt noch viel vor mir. Dann sieht man hier unten schnell einen Auftrag, das ist eigentlich am Anfang. Da kann man für irgendeine Firma mit irgendeinem Lastwagen muss einfach von A nach B fahren, die Ladung bringen und verdient dann Kohle. Dann, wenn man mehr Kohle hat, kann man sich den eigenen Lastwagen kaufen und dann kann man in den Frachtmarkt reingehen. Im Frachtmarkt findet man dann je nach Ort Ladungen, die man selber transportieren kann mit dem eigenen Lastwagen. Verdient dafür mehr, aber ist natürlich auch für einen Lastwagen zuständig. Das heisst, man muss tanken, man muss ihn reparieren, man muss schlafen im richtigen Zeitpunkt und so weiter. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel. So, da sind wir jetzt also. Den Anhänger haben wir schon angehängt. Wir haben einen Auftrag und zwar müssen wir Röhren nach Birmingham bringen. Wir haben dazu 7 Stunden Zeit. Wie man unten rechts sieht. Die nächste Pause ist auch in 7 Stunden, das passt gerade sehr gut. Wir bekommen 7100 Euro dafür. Dann haben wir hier das Navi, das durchgeht. Hier könnte man noch den Abschleppdienst anrufen. Mein Lastwagen hat aber nur 3% Schaden. Von dem her passt. Und Kurznachrichten haben wir auch keine. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal los. So, wie gesagt, wir sind in England, he? Sehr verwirrend, das ewige Rechtsfahren. Aber, man gewöhnt sich an alles. Blinken natürlich nicht vergessen. Wie schon gesagt, der Simulator ist sehr realistisch. Also man muss wirklich auf Hindernisse achten, man kann hier nicht durchfahren, wie es bei vielen anderen Simulatoren ist. Auch die anderen Autos sind ziemlich heikel, also wenn man einen Unfall baut, kostet es Geld, je nachdem was für einen Unfall man baut. Jetzt an gewissen Ampeln gibt es Radarstellen, wo Busse geben, oder natürlich wenn man schnell fährt, kann es auch passieren, dass man geblitzt wird. Und das Zeug ist relativ teuer im Gegensatz, was man verdient. Also wenn man geblitzt wird, kostet das schnell einmal 500 Euro. Natürlich mit dem Lastwagen mit 90 im 50er geblitzt wirst, ist es halt teuer. Aber
Die 500 Euro sind relativ viel, weil eben, wie man gesehen hat, pro Auftrag bekommt man 7000, 8000 Euro. Wenn es einem dann 2-3 Mal blitzt und man noch einen Unfall baut, ist das Geld schnell weg. Tanken ist auch sehr teuer, also eine Tankfüllung für meinen kleinen Lastwagen hier kostet locker 2000 Euro. Von dem her, ja, ein bisschen vorsichtig fahren, ein bisschen schauen. Und dann klappt das eigentlich sehr gut. Schon sehr verwirrend, links fahren, muss ich da dazu sagen. Aber macht nichts. Auch das schaffen wir. Aber wie gesagt, immer ein bisschen auf den Radar aufpassen, weil da ist jetzt auch 60 und wir fahren jetzt schon 80. Also von dem her... So, jetzt mal schauen, Kreuzung, Blinker. Oh, 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 Bieg ab. Sehr schön. Knapp, Glück gehabt. Also, weiter geht's. Was noch zu sagen ist, es gibt Ruhepause. Das heisst, man muss auf die Zeit achten, dann wird der Fahrer müde und der Bildschirm wird langsam und langsam schwarz. Und dann, ja, sollte man irgendwo schlafen für eine Raststätte, wie man jetzt gerade unten links auf der Karte sieht. Jetzt gerade nicht mehr. Es sind so kleine blaue Betten, dort kann man herfahren, parkieren und dann ruht er sich aus. Ist zu empfehlen, dass man das vor der Mission macht, also bevor man einen Auftrag annimmt. Weil sonst verliert man locker 6-7 Stunden, kommt dann spät an und verdient weniger. Und das ist natürlich blöd. So, wie man merkt, wir haben hier nicht den schnellsten Lastwagen. Das ist einer von den ersten Scania, den ich mir auch leisten konnte. Und ich kann nicht irgendwie einen Lastwagen wählen, den ich nicht kenne. Darum war er halt ein bisschen teurer gewesen und hat dafür auch noch ein bisschen langsamer gegeben. Aber das macht ja nichts, die meisten Lastwagen sind eh blombiert auf 90 in diesem Game. Der da braucht jetzt halt einfach ein bisschen länger, bis er auf 90 ist. So, jetzt schauen wir mal. Und ist der nächste Kollege. Wie wir auch schön auf dem Navi sehen. Es sind noch 240 km zum Fahren. Und für das brauchen wir 3 Stunden und 54 Minuten. Die Zeit ist natürlich nicht Echtzeit. Das wäre ja übertrieben. 4 Stunden jetzt Lastwagen fahren. Aber man kann etwa, je nachdem wie schnell man fährt und wie gut man vorwärts kommt, sagen 3 Stunden und 52 sind 3 Minuten und 52 Sekunden. Wenn man natürlich Vollgas fahren kann. Wenn man so wie jetzt unterwegs ist, geht es halt ein bisschen länger. Also ich würde sagen, ca. 5 Minuten braucht man jetzt für diese Strecke, wenn man einigermaßen gut vorwärts kommt. Dann kommt natürlich noch dazu, dass man das Ziel muss suchen, dass man muss parkieren, aber das sehen wir ja alles dann noch. Dann, wie schon gesagt, gibt es ganz viele Bedienelemente, wie es halt so ist in den Simulatoren. Also das heisst, man kann blinken, man hat, keine Ahnung, Volllicht, Pannenblinker, Hupi. Ups, das war das Menü. Hier Pannenblinker. Es ist also ganz viel möglich. Kameraperspektiven gibt es auch etwa 30. Aber die zeige ich euch jetzt nicht, weil da baue ich garantiert einen Unfall. Vor allem hier auf der Landstrasse, wo man sonst schon aufpassen muss. Und der Idiot da vorne kann eh nicht fahren. Darum würde ich sagen, bei der nächsten Gelegenheit... Ja, jetzt ist es ein bisschen blöd, jetzt sehen wir nicht führen. Überholen wir den. Jetzt zieht er davon, hey, mit unserem langsamen hohen Scheisslastwagen. Mögen wir dem halt nicht nachher. Aber den holen wir schon noch. Ja, wie wir sehen, in der Mitte vom Tacho ist Benzinanzeige, also mit der momentanen Tankfüllung fahren wir noch 2500 km. Längert also locker für die Strecke. Wir haben noch 1270 Liter getankt. Und 3266 km bin ich schon gefahren mit dem Lastwagen. Es ist also nicht so viel, wie man denkt. 3000 klingt noch sehr viel, aber so viel habe ich jetzt auch nicht gespielt, für das zu erreichen. So, jetzt geht es da ab. Jetzt haben wir gute Möglichkeit, den überholen. Blinker mal setzen. Komm, komm, komm. Und raus. Oh, scheiße. Auto verwutscht. Hat 400 Euro gekostet. Oh, der auch noch gerade. Hat 400 Euro gekostet. Das habe ich jetzt natürlich nur gemacht, um zu zeigen, wie es aussieht, wenn man einen Schaden verursacht.
Und jetzt schnell Fahrerflucht, bevor da Action ist. Polizei gibt es nicht in dem Game, leider. Also leider. Ist vielleicht von Vorteil, muss man sagen. Aber, jetzt nicht schnell um Kurven. Wenn man nämlich zu schnell um Kurven geht, dann scheiße. Kann es passieren, dass er ausbricht, so wie jetzt gerade. Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr auf die Straße schauen. Wäre kein Seicht, so. Dann kann es sein, dass er ausbricht. Und wenn man noch schneller die Kurve fährt, dann kann es sein, dass es dann überschlägt. Und wenn es dann überschlägt, muss man den Abschleppdienst rufen. Das kostet auch wieder ein Schweinegeld. Und was fast noch schlimmer ist, man verliert recht viel Zeit, weil der braucht seine Zeit, bis er abgeschleppt ist. Der bringt einem den an den nächsten Ort. Und je nachdem, wo der nächste Ort ist, muss man natürlich wieder zurückfahren. Also verliert man relativ viel Zeit, wenn man den Abschleppdienst braucht. Darum lohnt es sich, ein bisschen auf die Straße zu schauen und nicht so Manöver zu machen, wie ich vorhin gerade gemacht habe. Aber den holen wir jetzt. So, komm. Elefantenrennen auf der Landstraße, immer schön. Ich hoffe jetzt einfach, es kommt kein Gegenverkehr. Und es kommt Gegenverkehr, das ist natürlich ganz schlecht. Schaffen wir das? Gut. Sehr gut. Ja, das ist natürlich katastrophal, wenn ich da fahre, muss man schon sagen. Aber ja, das Spiel muss man sich auch ein bisschen konzentrieren drauf. Und wenn man dann noch so viel am Schnorren ist, wie ich jetzt gerade nebenbei, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und natürlich, wenn man gerade so Fahrmanöver probiert, so überholen und so, und dann geht es den Berg darauf. Das kann natürlich schief gehen, wie im echten Leben auch. Aber wir sind ja in einem Game und da darf man so Zeug machen. Und das macht ja auch Spass, sind wir ehrlich. So, wir haben noch 2 Stunden 50. 175 Kilometer. Tank ist voll, Straßen sind leer. So muss das sein. Jetzt könnten wir mal den Tempomat rein tun. Dass einem der Finger nicht einschläft. Kann man da schön, gemütlich. Aber es geht ja nicht mehr lang, kommt schon die nächste Kreuzung. Müssen wir wieder schauen, dass wir da kein Scheißbau ist. So, Aussentemperatur 23 Grad, ist auch immer ganz wichtig in so Spielen, dass man das weiss. Weil es gibt natürlich auch Wetterwechsel. Von Schnee bis Regen, alles. Oh, jetzt müssen wir mal bremsen. Bremsen. Wir müssen nicht hoch, scheiße, jetzt sind wir falsch gefahren. So. Panoblinker, Rettungsgang. Wir sind Lastwagen, wir dürfen das. Jetzt ist es blöd, jetzt kommen die Autos hinter uns. Probieren wir einfach mal jemanden da vorne, vielleicht so ganz kriminell können so eine Kehre machen da. Kommt da nichts? Nein, gut, reicht das? Das reicht nicht, weil natürlich die anderen Idioten da nachfahren. Ja, da ein bisschen stossen. So. Das sieht natürlich jeder Polizist gerne, was ich da mache. Finde ich super. Aber jetzt will er nicht mehr fahren. Ah, jetzt geht's wieder. Längert euch das? Es längert, sehr schön. Gut. Wir sind wieder am Start. So, jetzt hoffentlich löst sich der Stau auf, dass wir da mal vom Fleck kommen. Farid! Jetzt habe ich es natürlich wieder voll verpennt, oder? Darum auch immer ab und zu wieder mal auf die Karte schauen. Dass einem genau so Zeug nicht passiert und man nicht so kriminell muss kehren. So, jetzt. Los. Die Autobahn. Und los geht's. Sonst kommen wir da nämlich nie an. Wie schon gesagt, der Lastwagen hat keine Leistung. Gleich null. Wie man da merkt. Mit 30 auf der Autobahn. Super. Was ich mich ja schon immer gefragt habe, ist in England die Überholspur rechts oder links? Ich weiß es nicht. Darum fahre ich jetzt einfach in der Mitte. Mit 40. Gut, da muss ich wenigstens keine Angst haben vor dem Radar. Die sieht man eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, relativ gut. Das sind meistens so weisse, komische Kästen am Strassenrand. Also in der Mitte gibt es nie Radar. Hat jemand noch keinen gesehen. Und in England hat es so viel Radar, also wenn es sie gäbe, hätte ich sie gesehen. Von dem her, ja. So. Die nächste Kurve fahren wir mal ohne Katastrophen anzurichten.
So. Vielleicht nicht gerade Vollgas, wäre auch nicht gesagt. Ah, oh, sehr schön. Vorher hat es noch eine Tankstelle und auch eine Schlafmöglichkeit. Brauchen wir nicht, wir sind topfit und der Tank ist voll. Darum fetzen wir jetzt einfach weiter. Die Landschaften sind relativ unterschiedlich, je nach Land oder Ort, wo man ist. Wie man auch sieht hier, man kann auch umschauen, selbstverständlich. Man muss aber immer schauen, dass man nicht von der Straße abkommt. So. Man hat Spiegel. Ich habe jetzt noch die beiden Hilfsspiegel eingeschaltet, wie man sieht, links und rechts. Weil ohne die ist es einfach mühsam, wenn du immer musst umeinander schauen, zum Hinteren schauen und lenken und alles gleichzeitig. Und das ist manchmal ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, die Landschaften sind relativ unterschiedlich. Was ein bisschen enttäuschend ist, sind die Städte selber. Also dort gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Außer die vielen Ampeln mit Blitzkästen dran. Aber ja, sonst speziell nichts. Wenn mal in einer Stadt etwas Grösseres, Bekanntes ist, ist es vielleicht um im Game. Aber die meisten Städte bestehen aus 3-4 Blöcken und einer Tankstelle. Und das ist dann halt, ja, die Stadt. Na komm da, wir holen. Sehr schön. Natürlich wieder Vollgas unterwegs, jetzt könnten wir eigentlich den Tempomat reinhauen. So. Tipptopp. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, Birmingham, wir kommen. Der Spur bleiben, wie es aussieht. Sehr gut. Wie schon gesagt, wenn der Lastwagen mal fährt, dann klappt das eigentlich ganz gut, wenn er mal 90 erreicht hat. Und man dann einfach ja nie mit auf bremsen oder irgendetwas, weil bis er dann wieder beschleunigt hat, geht es wieder eine halbe Ewigkeit. Aber so läuft das eigentlich ganz gut. Und so, wenn ich die Autos kenne, kommt der jetzt einfach rein da. Nein, sehr gut, es ist wieder dreispurig, also können wir da bleiben. Es gibt auch ganz viele verschiedene Strecken, es gibt viele Autobahnen, es gibt Landstraßen, es gibt Dorfstraßen, es gibt dreispurige Autobahnen, zweispurige Autobahnen, vierspurige Autobahnen habe ich schon gesehen. Und auch Kreisel, jenste verschiedene Ausfahrten. Oh, jetzt habe ich den Radar nicht gesehen, scheiße. Eben schnorren und konzentrieren, das ist ein bisschen schwierig. Was bremst jetzt echt der ab da? Vorbeiziehen links. Keine Ahnung, ob du hier links oder rechts überholst zu England. Ein bisschen abdrängen. Ja, sehr schön. Spur wieder wechseln. Jetzt hat es mich voll geblitzt. Ich kann das gar nicht sehen. Scheiße. 500 Euro weg. Aber naja, was soll's. Wir haben ja 53.000 Euro auf dem Konto. Von dem her. Tipptopp. Angestellte haben wir noch keine. Also von dem her klappt das schon. So, Birmingham, 83 Kilometer, 1 Stunde und 20 Minuten. Und dann haben wir es geschafft. Die Grafik an sich ist eigentlich nicht so schlecht. Was sehr gut gemacht ist, muss man einfach mal sagen, sind die Lastwagen selber, also der Detailreichtum der Lastwagen ist krass. Auch in der Aussenansicht. Jetzt müssen wir mal schnell schauen, ob wir hier vielleicht so schnell die Kamera schalten. So, sehr schön. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Kameraeinstellungen. Ich habe jetzt einfach mal schnell durchgedrückt. Weil bei voller Fahrt ist das ein bisschen blöd, hier Kamera wechseln. Hey, was läuft mit dir? So. Einfach vor die Schnorre gefahren. Weiter, Baustelle vorbei. Immer aufpassen, bei den Baustellen stehen auch gerne Radar. So, dann wieder in die Mitte. Ich sehe nichts, ich hoffe es blitzt jetzt nicht. Noch 57 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Wie schon gesagt, der Detailreichtum der Lastwagen ist sehr schön, also wirklich krass.
Dafür ist einfach die Landschaft halt, wie man sieht. Ah, jetzt hat es mich schon wieder geblitzt, ich glaub's ja nicht. Das ist doch scheiße. Egal, eben, Bäume und so sind dafür einfach hässlich. Das kann man nicht anders sagen. Die Landschaft außenrum, wie man jetzt auch hier mit dem Sonnenblumenfeld sieht, also bitte, ich meine, ja. Aber egal, auf das kommt es eigentlich nicht an. Es passt schon irgendwie zu dem Ganzen, aber ja. Die hätte jetzt schon ein bisschen schöner machen. Wie gesagt, es ist halt immer noch ein Simulator. Und für das sieht es eigentlich recht gut aus. Es spielt sich auch recht gut, also man muss wirklich auf die Hindernisse schauen. Man kann dort nichts durchfahren wie in anderen Simulatoren. Wie auch die anderen Autos, die man vorher gesehen hat, stehen im Weg, also die fahren nicht durch einen durch. Oder irgendetwas, wie man das in anderen Simulatoren kennt. Man bleibt auch nicht stecken oder irgendwelche komischen Sachen. Habe ich noch nie erlebt und ich habe jetzt doch schon 2-3 Stunden gespielt. Und ja, sonst ist das eigentlich wirklich mein Favorit von den Simulatoren. Ist doch schön, ein bisschen Lastwagen zu fahren, ist doch entspannend. Mal so für zwischendurch wieder mal eine Strecke fahren und so, wenn es beim COD nicht klappt oder so, ist das tiptop. So, noch 32 Kilometer, jetzt haben wir es gleich geschafft, vorher kommt auch schon die Ausfahrt. Tag-Nacht-Wechsel gibt es selbstverständlich auch, ist auch sehr schön gemacht. In der Nacht ist halt blöd, man sieht Radar nicht, man sieht die Schilder nicht, weil in den meisten Ländern, habe ich gemerkt, da leuchtet einfach nichts, es ist einfach stockdunkel und man hat gerade den Scheinwerfer vom Lastwagen. Ich weiß ja nicht, sogar in der Stadt und auch die Lichter, die in der Stadt drin sind, bringen da so einen Scheiß, ehrlich gesagt. So, jetzt da mal stinkfrech innen durchziehen. Die Lichter bringen da so einen Scheiß, also man kann sich wirklich nur auf einen Feldstecher, nicht Feldstecher, auf einen Scheinwerfer vom Lastwagen verlassen. Und ja, es ist halt manchmal ein bisschen wenig. Aber sonst ist es eigentlich sehr schön von der Atmosphäre in der Nacht. Mit den Lichtern von den anderen Autos und so, es sieht also wirklich alles super aus. Hat keine Grafikfehler, gar nichts. Wie man das so von anderen Simulatoren eigentlich kennt. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kurve da vorne schaffen. Blinker. Gut, genug blinkt. So. Wie schon gesagt, so Kurven nicht schnell nehmen, weil plötzlich gerät es außer Kontrolle und dann ist es einfach vorbei, da kann man gar nichts mehr machen. Und wenn sie dann noch überrührt, dann hast du sowieso verloren. Aber das haben wir jetzt gut gemeistert und jetzt fahren wir mit 60, wie es angegeben ist eigentlich. Nach Birmingham rein und gehen unsere Urgo abliefern. Natürlich viel zu schnell unterwegs wieder, aber das macht nichts. Weil das Auto davor fährt auch viel zu schnell. Und wenn der das kann, können wir das schon lange. Hä? So, jetzt ist sogar 30, das Auto bremsen, ich nicht. Mal ein bisschen vielleicht. Aber ich sehe nie einen Radar, dann fetzen wir doch hier einfach in die 30er-Zone mit 80 durch. Das passt. Linken. So, wir sind spät dran, unsere Ohren, die pressieren, die gehen weg. Los. Jetzt haben wir schon auf der Karte. Also, das ist Birmingham. Eine relativ grosse Stadt in England und so sieht sie hier aus. Und ich kann sagen, das ist noch eine der aufwendigeren Städte. Also, ja. So viel zu dem. Gehen wir hier mal links. Und wie man auch sieht auf der Karte, dort hinten ist das rote Fähnchen. Dort fahren wir jetzt her. Dränge ich den hier einfach raus. Denk frech, wenn er selber so einen riesen Bogen macht, ist er selber schuld. So, jetzt links. Sehr gut. Und jetzt müssen wir schauen, wo wir hier her müssen. Hier rechts ist auch noch eine Firma, aber nicht die richtige. Mal da vorne.
Jetzt habe ich noch einen M1-Händler entdeckt, einen neuen. Auch wieder einmal vorbeigehen, ob man etwas shoppen kann. Was es natürlich auch gibt, ist eine Bank, wo man Kredit aufnehmen kann. Und ja, zum Lastwagen kaufen oder Firma vergrößern oder was auch immer. Das ist aber nicht zu empfehlen unbedingt, weil Kredit ist relativ teuer in dem Game und man hat recht Mühe, dann das Zeug zurückzuzahlen. Und das reißt einem dann ziemlich schnell in ein Loch rein. Und von dem her würde ich es jetzt auch nicht probieren. Ich habe nochmal einen aufgenommen, weil ich mir einfach keinen Lastwagen leisten konnte und ja. So. Fahren wir dann da schnell schön rückwärts auf den Platz. Wie es muss sein. Ja, noch ein Stück. Ihr könnt jetzt auch Pussy-Modus machen und einfach Enter drücken. Dann gibt es weniger Kohle, dafür ist der Anhänger schon parkiert. Aber es ist natürlich nur für die, die nicht Auto fahren können. Weil, es geht nämlich schon, wenn man einfach ein bisschen probiert und ein bisschen Geduld hat. So, tipptopp, den Tee. Und das war's. Auftrag erfüllt, gute Arbeit. 355 km gefahren, 5,5 Stunden braucht fast und 6.900 Euro verdient. Wir sind auch gerade im Level gestiegen. Enthusiast, das ist doch sehr schön. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euro Truck Simulator 2, sehr gutes Game, ist nur zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.